Hallo und herzlich willkommen mit Reisen durch das Universum. Ich begrüße euch recht herzlich zum ersten, aber auch vielleicht letzten Podcast auf meinem Kanal. Das ist abhängig von euch, das heißt, wie ihr das aufgefasst habt, ob ihr das mögt, ob ihr das häufiger mal hören wollt. Sehen ist in dem Kontext ja falsch. Und ihr könnt natürlich auch Themenvorschläge da lassen. Es sollte, wie das Thema heute, im entferntesten etwas mit Commander Keen zu tun haben. Selbst wenn es wie hier nur darum geht, es gibt im Keen-Universum und es gibt hier Universum. Ja, ich weiß, das ist eine wirklich entfernte Referenz. Und von daher belasse ich es erstmal bei dieser Einleitung, denn ich brauche gleich noch eine zweite, um das eigentliche Thema, sagen wir mal, verständlicher zu machen. Und ich werde es auch nicht großartig bearbeiten, denn wer weiß, wie lange das jetzt dauern wird. Und wir starten mit Einleitung Nummer 2. Ich hoffe, es gibt nicht noch eine dritte Einleitung, denn zwei reichen eigentlich. Aber wieso gibt es eigentlich zwei Einleitungen? Das liegt halt mitunter an dem Verständnis. Und ich möchte auch irgendwas damit aussagen. Generell möchte ich natürlich was aussagen, aber ihr werdet es ja gleich sehen, was ich meine. Okay, wir beginnen mit zwei Personengruppen und diese Personengruppen sind wichtig, um uns irgendwo rauszukristallisieren und vielleicht auch ein bisschen selbst zu reflektieren, was wir denn glauben und vielleicht sich etwas anderem zu öffnen. Und darum geht es auch ein wenig. Aber wir gucken uns auf jeden Fall die beiden Personengruppen an und zum einen ist es die selbstzentrierte Gruppe, die sich selbst halt für den Mittelpunkt halten. Und es gibt die Gruppe, die denkt, sie würden sich im ewigen Stillstand befinden. Und wir werden gleich herausfinden, dass beide Personengruppen irgendwo recht haben, aber halt auch irgendwo diese Aussage vielleicht leichtfertig getroffen wurde. Und wir beginnen mit den Selbstzentrierten. Wir wissen, die Erde dreht sich um sich selbst. Und das tut sie mit 1674,36 Kilometern die Stunde. Das ist schon einiges, um eine annähernde Geschwindigkeit davon, also annähernd ist hier wirklich übertrieben, zu erreichen. Kaufen sich einige Leute in Ferrari, aber wir bewegen uns eigentlich schon schnell genug um uns selbst. Von daher trifft selbstzentriert ja eigentlich ja doch schon zu. Allerdings muss man sagen, wir bewegen uns mit einer Geschwindigkeit von 29,78 Kilometern die Sekunde um unsere Sonne und das heißt, unser Zentrum in dem Moment ist ja eigentlich die Sonne und nicht wir selbst. Aber das bringt uns auch irgendwie zu der anderen Personengruppe, die davon ausgeht, sie befinden sich im ewigen Stillstand. Da wir uns ja durch das Universum bewegen, ja, stehen sie ja nicht still. Auf der anderen Seite jedoch ist es ein ewiger Turnus, den wir durchleben und es ist kein physischer Stillstand, aber eventuell ein gefühlter Stillstand. Und von da haben beide irgendwo recht, aber halt auch irgendwo nicht recht. Und von daher, das möchte ich euch irgendwie begreiflich machen. Seid offen. Verharrt nicht zu sehr auf eure eigene Meinung. Das tue ich auch nicht. Ich bin selbst ein relativ offener Mensch. Ich bin selbst nicht gläubig, aber habe weder Problem mit Religion, noch habe ich ein Problem damit, eventuell, auch wenn ich nicht gläubig bin, irgendwann mal an einen Punkt zu kommen, wo mir jemand etwas zeigt, was mich von dem Gegenteil überzeugt. Also, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt und darum geht es halt auch gar nicht. Darum soll es im entferntesten Sinne nicht gehen. Aber ich wollte es dennoch mal klarstellen, dass ich jetzt, obwohl das, was ich jetzt sage, meine Weltansicht ist, dass ich nicht unbedingt auf dieser Meinung verharre. Darum geht es ja in diesem Vergleich. Seid ein bisschen offener mit dem, was ihr hört und vielleicht öffnet einfach euren Geist. Mehr will ich eigentlich nicht damit ausdrücken. Seid offener und auf der anderen Seite hat es auch eine andere Bedeutung und Bedeutung ist hier auch das richtige Wort, denn viele geben sich und Dingen, die passieren, zu viel Bedeutung. Zumindest hat man so den Eindruck.
Denn wenn man sich so umschaut, hat man so viele lächerliche Gründe für Kriege etc., die einfach, wenn man es mal astronomisch betrachtet, doch eigentlich komplett lächerlich sind. Es gibt so viele Gleichheiten allein in den Religionen und trotzdem haben viele Religionen damit ein Problem, eine andere zu akzeptieren oder generell eine andere Meinung. Aber es findet sich ja auch in der Politik wieder oder auch generell bei zwischenmenschlichen Dingen. Du ziehst diese Klamotten nicht an, wir schließen dich jetzt aus, weil wir Leute, die andere Sachen tragen, nicht akzeptieren. Und hier ist es meiner Meinung nach irgendwas. Naja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns selbst zu viel Bedeutung in dem Moment geben, aber wir geben ja den Dingen, an die wir glauben und die wir für richtig halten, geben wir eine gewisse Bedeutung. Und manche nehmen diesen Glauben, Bedeutung etc. für etwas Schlechtes und eventuell nehmen wir uns alle selbst zu ernst, aber Bedeutung kann natürlich auch was anderes bedeuten im Sinn von Sinn des Lebens, was meist eher etwas Positives ist, weil man versucht herauszufinden, wo ist der Platz im Universum und wenn man es auf das Universum betrachtet, ist es so wichtig, wo unser Platz ist? Ist es vielleicht dann doch nicht wichtiger, ob wir glücklich sind oder nicht? Brauchen wir diesen Ferrari jetzt oder muss ich unbedingt mit meiner Meinung recht haben? Kann ich nicht andere Leute akzeptieren, wie sie sind? Selbst wenn irgendwie dieser Gedanke, dass die Leute das und das glauben oder das und das vielleicht ihre Ansicht ist, uns überhaupt nicht zusagt. Wieso können wir diese Leute nicht akzeptieren? Und das ist neben Offenheit auch ein Punkt, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und das ist unsere eigene Bedeutung. So, ein kleiner Cut an dieser Stelle, weil ich was getrunken habe. Ja, mehr Cutten will ich nicht, weil ich werde sehr wahrscheinlich 10, 15 Sekunden dazwischen nicht sagen. Und von daher kommt das etwas komisch. Aber dennoch machen wir jetzt weiter, denn ich habe für die Einleitung, ja, wir finden uns leider immer noch in der Einleitung, auch noch einen dritten Punkt. Und das ist auch eine Problematik mit unserer heutigen Gesellschaft. Ihr werdet aber noch sehen, dass es was mit dem Hauptthema zu tun hat, glaubt mir. Und zwar der dritte Punkt sind Halbwahrheiten. Viele Leute haben eine gewisse Meinung, halt auch im Sinne von eben dem Thema Offenheit und Bedeutung, weil sie etwas aufschnappen und das, was sie da gehört haben, direkt als Wahrheit annehmen und ebenfalls auch als Wahrheit oder vielleicht sogar als Fakt in die Welt setzen. Und ich möchte einfach mal an dieser Stelle etwas anbringen zum Vergleich und zwar geht es wieder um die Erdumdrehung. Viele haben immer geglaubt oder glauben noch immer. Das ist schlecht formuliert gewesen. Also früher haben sehr, sehr viele geglaubt, heute nicht mehr so viele, dass ein Tag wirklich genau 24 Stunden hat. Das ist allerdings nicht so. Ein Tag hat nämlich nur 23 Stunden, 56 Minuten und 4,1 Sekunden. Naja, das ist halt auch der Grund, warum der Kalender umgestellt wurde und wieso es Schaltjahre gibt. Also, falls ihr das nicht wusstet, jetzt habt ihr schon mal etwas gelernt. Das freut mich an dieser Stelle eventuell sogar. Okay, weiter im Text. Das heißt, das haben die Leute wirklich jahrelang, vielleicht sogar Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang geglaubt, bis ihnen mal aufgefallen ist, der Tag ist nicht genau 24 Stunden lang. Und, um das astronomisch zu betrachten, Tage auf anderen Planeten, weil sie eine andere Umdrehung haben, haben logischerweise die Tage auf diesem Planeten auch eine andere Dauer. Von daher etwas, was für uns gegeben erscheint, kann eventuell eine Halbwahrheit sein und auf einer anderen Welt etwas ganz anderes sein, was ganz anderes bedeuten oder in dem Fall eine ganz andere Zeit sein. Und das ist halt auch ein Punkt, wo ich sage, seid offen. Glaubt nicht unbedingt immer das, was ihr hört. Selbst das, was ich sage, stellt das in Frage. Macht euch Gedanken darüber. Und naja, mehr will ich eigentlich nicht. Beherzigt diese drei Punkte. Eure Bedeutung für euch selbst, logischerweise. Nicht unbedingt für die Gesellschaft, nur für euch selbst.
astronomisch gesehen natürlich auch, Halbwahrheiten und das Thema Offenheit, weil wenn diese drei Sachen nicht gegeben sind, also nicht im Sinne, ihr sollt Halbwahrheiten glauben, falls ihr das jetzt einige falsch verstanden haben, logischerweise sollt ihr Halbwahrheiten, also generell etwas, was euch als Wahrheit verkauft wird, hinterfragen. Hinterfragt Dinge ruhig, hinterfragt auch dieses Video, das möchte ich jetzt nochmal an dieser Stelle nochmal explizit sagen, hinterfragt auch dieses Video, hinterfragt diesen Podcast, schaut eventuell sogar Dinge, die ich gesagt habe, nach. Es kann nicht schaden, euch zu informieren, aber glaubt nicht alles, was ihr hört. Gut, nachdem das gesagt wurde und die zweite Einleitung 10 Minuten gedauert hat, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ich werde, denke ich, oder hoffentlich auch, ja, gewisse Zeiten in die Beschreibung gepackt haben. Also für die Leute, die jetzt die Einleitung nicht interessiert, die haben jetzt die Möglichkeit gehabt, hier hinzuspringen. Ich hoffe, ich bin so schlau, das im Nachhinein auch noch zu machen. Und wir kommen zum eigentlichen Thema. Leben außerhalb dieses Planeten. Für viele ist das etwas, das ist ja so unbegreiflich, ja so unglaubwürdig, wie an einen Gott zu glauben. Warum das so ist oder generell, warum Leute nicht an außerirdisches Leben glauben, ja, das versuche ich euch jetzt halt mitzuteilen. Der erste Punkt ist irgendwo tatsächlich Religion. Weil es gibt einige Religionen, die halt sagen, es gibt nur Leben auf der Erde oder generell halt außerirdisches Leben eher ablehnen. Ich habe jetzt keine expliziten Stellen davon, das kenne ich nur von anderen Leuten und halt, was man so gehört hat. Das kann auch an dieser Stelle eine Halbwahrheit sein. Ich persönlich. Also mich persönlich würde es wundern, wenn irgendwo wirklich explizit steht, ja, es gibt nur auf der Erde Leben, aber wer will, kann ja auch explizit von welcher Religion auch immer einen Beweis zeigen, ja, hier, die glauben nicht an außerirdisches Leben. Aber tatsächlich ist es mitunter auch ein Punkt, warum Leute nicht an außerirdisches Leben glauben, und das ist Religion. Weil ihr Glaube sagt, dass es nur Leben auf der Erde gibt, glauben sie nicht daran, dass es außerirdisches Leben gibt. Was erstmal für viele unverständlich klingt, ist aber gar nicht so unverständlich gemeint und es ist auch gar nicht so engstirnig gemeint, wie es klingt. Es gibt sehr viele gläubige Menschen, die sagen, sie glauben nicht an außerirdisches Leben und sagen nicht, es gibt kein außerirdisches Leben. Und diese Aussage finde ich tatsächlich besser, als manche Leute auf Religion reagieren. Denn manche Leute sagen, es gibt keinen Gott, anstatt zu sagen, sie glauben an keinen Gott. Weil was das andere ist wirklich etwas Endgültiges und das andere ist halt etwas Offenes. Und ich habe ja eben. Oder sagen wir, ich habe versucht zu postulieren, etwas offener zu sein für dieses Thema. Und sie glauben halt einfach nicht daran. Ich glaube an keinen Gott, sie glauben an kein Leben außerhalb dieses Planeten. Und das ist eigentlich gar nicht der Punkt an dieser Sache. Denn wir kommen jetzt zu den anderen Leuten, die nicht an außerirdisches Leben glauben. Und die haben meist gar keine richtige Begründung dafür. Meist ist das so, ja, wieso haben wir denn noch keins gefunden? Und der Mensch ist doch der Mittelpunkt der Welt, also wieso sollte es irgendwo anderes noch irgendwas geben? Und das ist die einzige Aussage, die Leute, die dann wirklich treffen. Und es gibt oftmals gar keine richtige Begründung. Also wenn ihr an kein Leben außerhalb dieses Planeten glaubt und es nicht irgendwie religionsbedingt ist, dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare, warum ihr nicht daran glaubt. Weil es würde mich mal interessieren, weil bei den meisten habe ich halt einfach nur diese Aussage, die getroffen wurde. Ich hoffe, das hört man nicht im Hintergrund. Podcast live, Podcast live. Irgendwelcher Krach im Hintergrund. Versprecher komplett pur von mir. Und wer weiß, was sonst noch passiert. Podcast live. Ihr hört das jetzt alles
Naja, nicht direkt live, sondern die Aufnahme ist hier gerade live und ach Gott, das alles rauszuschneiden würde Jahrzehnte dauern. Okay, gut. Wir kommen zurück zum Thema, weil ansonsten brauche ich noch 20 Jahre. Und es gibt halt, wie gesagt, die Leute, die einfach nicht daran glauben, weil sie dafür noch keinen Beweis gesehen haben. Um das einfach vielleicht mal an dieser Stelle auf den Punkt zu bekommen. Es ist aber auch bei vielen Leuten der Grund, wieso sie nicht an einen Gott glauben. Das ist gut, hat beides irgendwo seine Berechtigung, aber wir räumen heute damit auf, denn ich werde euch heute zwar nicht beweisen, dass es außerirdisches Leben gibt, aber ich werde euch heute sagen oder euch vor Augen führen, warum es unlogisch ist, nicht an außerirdisches Leben zu glauben. Und ich hau mal wieder eine Zahl in den Raum, weil, naja, einfach weil ich es kann. Und zwar schätzen Wissenschaftler, also das ist kein Fakt, sie schätzen. Also zumindest habe ich so es aufgefasst, dass sie es schätzen. Man darf, wie gesagt, nicht alles hundertprozentig glauben. Also Wissenschaftler schätzen, dass unser Universum ja eine Größe von mindestens 45 Milliarden Lichtjahren hat. Basta. Und ich hoffe, man hört gewisse Dinge nicht im Hintergrund. Ich weiß, ich sollte mich nicht davon ablenken lassen, aber falls man etwas hört, versucht es zu ignorieren. Ich bitte euch darum, es zu ignorieren. Es wäre zumindest sehr nett von euch, wenn ihr das tun könntet. Und ja, wir beginnen mit dieser, naja, sagen wir jetzt einfach mal Annahme, dass es 45 Milliarden Lichtjahre, ja, groß ist. Aber was genau ist ein Lichtjahr? Das möchte ich an dieser Stelle auch mal, naja, sagen wir mal nicht aufklären, sondern nochmal in Erinnerung holen. Ja, ein Lichtjahr ist eine, ja, ein Entfernungsmesser. Ich glaube, viel besser kann man das an dieser Stelle nicht formulieren. Das heißt, wir messen damit astronomische Entfernung. Ein Lichtjahr liegt in diesem Lichtjahr, wie das Wort schon sagt, 9,5 Billionen Kilometer zurück. Ich glaube, das ist eine aufgerundete Zahl, weil 9,5 Billionen klingt mir etwas zu, naja, gerade. Okay, wir runden auch einfach mal auf. Lichtgeschwindigkeit sind 300 Millionen Meter die Sekunde. Das ist eine ganze Menge. Also 300 Millionen Meter die Sekunde bei 45 Milliarden Lichtjahren, die das Universum groß ist. Aber kommen wir mal zu einer kleineren Maßeinheit und zwar unserer Milchstraße. Die hat gerade mal einen Durchmesser von, in Anführungszeichen, gerade mal 100.000 bis 120.000 Lichtjahre. Das heißt, das Licht, obwohl es sich mit 300 Millionen Meter die Sekunde bewegt, bräuchte 120.000 Jahre, um unsere Milchstraße zu durchqueren. Das ist eine gewisse Zahl, die nicht zu verachten ist. Aber ihr braucht euch das jetzt nicht zu merken. Ich werde euch nicht abfragen. Wir sind nicht in der Schule. Es dient einfach nur, um euch ein Bild zu geben von dem, worauf ihr euch fokussieren solltet. Mit diesem Bild arbeiten wir jetzt. Das heißt, wir haben jetzt etwa so eine grobe Vorstellung, wie lang das Licht braucht, um unsere Milchstraße zu durchqueren. Und das ist wichtig, um einen gewissen Vergleichswert zu erreichen. Ich weiß, das klingt jetzt komplett mathematisch und kalt, aber ihr werdet gleich verstehen, warum ich das mache. In unserer Milchstraße haben wir etwa 100 bis 300 Milliarden Sterne. Nicht jeder Stern davon hat vermutlich Planeten und viele Planetensysteme haben auch mehr als einen einzigen Stern. Mehr braucht ihr auch nicht wissen. Nehmen wir einfach mal den Mittelwert und sagen, obwohl wir wissen, dass unser Sonnensystem 8 anerkannte Planeten hat, dass jedes dieser Systeme nur einen einzigen Planeten hätte. Das heißt, wir reden von 200 Milliarden Planeten nur in der Milchstraße. Ja, 200 Milliarden Planeten nur in der Milchstraße. Das heißt, wenn wir das vergleichen mit der Erde, die nur ein Planet ist, hätten wir praktisch 200 Milliarden Mal die Chance, dass es irgendwo Leben gibt. Aber gehen wir einfach mal weiter. Denn es wird geschätzt, dass es
100 Milliarden Galaxien gibt. Das heißt, je nachdem, wie groß die Galaxien sind, jetzt nehmen wir einfach mal an, dass unsere Galaxie oberer Durchschnitt ist und sagen einfach mal, ja, die anderen die anderen Galaxien sind nur halb so groß, also nur 100 Milliarden Planeten, in Anführungszeichen. Nur 100 Milliarden Planeten. Das heißt, wir hätten 100 Milliarden Galaxien mit nochmal 100 Milliarden Planeten. Gut, es gibt auch Galaxien, die deutlich größer sind und auch welche, die deutlich kleiner sind als die Milchstraße, aber das ist jetzt einfach nur ein Richtwert. Das heißt, wir haben diese 100 Milliarden mal 100 Milliarden. Das ist eine ganze, ganze Menge. Und eventuell habt ihr Folgendes noch nie bedacht. Es gibt auch andere Planeten noch, auch in unserem Sonnensystem, die als Zwergplaneten gelten. Ich denke mal, der bekannteste dürfte da Pluto sein. Diese Zwergplaneten gibt es auch in anderen Systemen. Und es gibt auch noch Monde. Ja, aber wie kommt der denn auf Monde? Muss ein Planet nicht in einer habitablen Zone sein, um Leben zu ermöglichen? Für die Leute, die nicht wissen, was die habitable Zone ist, das ist eine errechnete Zone nach Entfernung zur Sonne, nach Größe der Sonne, ob halt Leben möglich ist, um das auf die Kürze runterzubrechen, weil ansonsten dauert die Erklärung zu lang. Das ist generell eine falsche Prämisse. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal in den Raum werfen. Aber hinterfragt das ruhig. Ihr könnt auch mal nachgucken. Aber Monde und auch Planeten müssen nicht unbedingt in der habitablen Zone liegen, um Leben zu gewährleisten. Beispielsweise haben wir viele Monde in unserem Sonnensystem, die rein theoretisch Leben beinhalten könnten. Und für die Leute, die jetzt sagen, ja, es wurde bis heute nicht bewiesen, man muss auch einfach sagen, wir sind technologisch gesehen noch viel zu unterentwickelt, um halt andere Planeten und Monde wirklich besuchen zu können. Das Einzige, was wir aktuell tun können, sind Satelliten mit Instrumente zu schicken und teilweise halt Jahre oder Jahrzehnte auf Ergebnisse zu warten. Mehr können wir derzeit nicht tun. Von daher weiß ich nicht, wieso manche Leute erwarten oder davon ausgehen, ja, jetzt kommt der große Durchbruch. Sie haben auf Europa Wasser gefunden und da sind auch Bakterien vorhanden oder vielleicht sogar auch schon komplexere Lebensformen. Aber wir haben halt einfach nicht die nicht die technischen Möglichkeiten dazu, es jetzt zu tun. Eventuell gelingt auch in den nächsten Jahren dahingehend der Durchbruch. Aber ich möchte einfach nur in den Kopf rufen, es ist auch möglich, dass auf Zwergplaneten und auch auf Monden und generell Planeten außerhalb der habitablen Zone es Leben geben könnte. Auch, und das muss man an dieser Stelle sagen, Leben, wie wir es uns auch teilweise vielleicht nicht vorstellen könnten. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen, egal ob von Glauben her oder von unseren eigenen Überzeugungen. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wir haben unsere Vorstellung und unsere Überzeugung, wir haben halt dieses Bild von Leben, weil wir es nicht anders kennen. Das heißt, es könnte auch anderes Leben möglich sein, als wie wir es jetzt annehmen mögen. Von daher sollte man auch dahingehend offen sein. Das heißt, man sollte nicht zu sehr auf diese habitable Zone eingehen und sagen, ja gut, alles, was außerhalb davon liegt, das kann kein Leben beherbergen. Das ist ebenso falsch wie zu sagen, jetzt auf Europa ist Leben. Wir wissen es nicht, ob da Leben ist. Vielleicht ist da gar kein Leben. Es ist einfach nur eine Vermutung, die geäußert wurde. Aber auch das wird ein teilweise als Fakt verkauft. Und dann kommen Leute einen entgegen oder in einer Dokumentation hört man dann, ja, auf Europa ist Wasser und damit ist auch automatisch auf Europa Leben. Das ist kompletter Bullshit. Das ist genauso Bullshit, wie wenn mir jemand entgegenkommt und sagt, hier, ich habe dir den Zettel mitgebracht, der beweist, dass es Gott gibt. Das ist auch Bullshit. Nur mit einem gewissen Unterschied. Die Leute, die gläubig sind,
Die glauben daran. Sie wissen es nicht, aber ihr Glauben ist so stark an diese Überzeugung, dass es für sie wahr ist. Sie stellen sich nicht vor einen und sagen, das ist die einzige Wahrheit oder das ist die Wahrheit, was viele halt mit diesen Fakten tun oder halt, wie angesprochen, mit diesen Halbwahrheiten. Das ist ein sehr kontroverses Thema, da muss man halt einfach vorsichtig sein. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, nehmt nichts, was ich sage, für die Wahrheit. Alles, was ich sage, sind Vermutungen von anderen zu äußern. Niemand kann sagen, ob irgendetwas davon der Fakt ist. Gut, wir wissen gewisse Dinge mit relativer Sicherheit, aber auch da ist wieder relative Sicherheit. Etwas, was wir jetzt für die Wahrheit halten, könnte in 10 Jahren schon eine gesamte andere Bedeutung haben. Weiß kein Mensch und dahingehend seid einfach skeptisch. Seid skeptisch, habt eure eigene Meinung, informiert euch vor allem und glaubt nicht immer alles, was ihr hört. Und an dieser Stelle fahre ich logischerweise mal fort. Ich möchte nicht zu sehr abschweifen. Also, wir haben festgestellt, es gibt 100 Milliarden Galaxien, die potenziell ja etwa 100 Milliarden Planeten haben. Und diese 100 Milliarden Planeten mal 100 Milliarden Planeten könnten eventuell Leben beinhalten. Ich sage es extra so, damit die Leute nicht glauben, dass ich das jetzt mit Sicherheit sage, aber ich möchte einfach nochmal diese gigantischen Zahlen sagen. 100 Milliarden Galaxien mit 100 Milliarden Planeten, die alle ihre Monde, Zwergplaneten haben oder sogar Asteroiden könnten sich für Leben eignen. All das. Und da kommt jemand an, der bei diesen ganzen Zahlen und bei etwas, was so unglaublich und groß ist, behauptet, es gibt kein außerirdisches Leben. Ich sage ja nicht, dass es außerirdisches Leben gibt. Falls ich das irgendwo mal in diesem Podcast wirklich so rübergebracht habe, möchte ich mich entschuldigen. Ich sage nicht, dass das so ist. Wie die Leute an einen Gott glauben, glaube ich einfach fest daran, dass es außerirdisches Leben geben muss. Und warum? Weil es einfach unlogisch wäre, wenn es nicht so ist. Wieso gibt es so viele Welten? Und egal, selbst wenn die Chance auf Leben irgendeine 18. Nullkommastelle wäre, wäre es trotzdem immer noch sehr wahrscheinlich, dass es irgendwo ja noch so etwas wie eine Erde gibt, die genauso bevölkert ist wie hier die. Nicht unbedingt mit derselben Lebensform, auch nicht vielleicht sowas wie Menschen, aber es wäre ebenfalls möglich. Das heißt, es ist eigentlich sehr unlogisch, nicht daran zu glauben, dass es Leben außerhalb dieses Planeten gibt, weil falls jetzt nicht deine Religion sagt, dass es nur hier Leben gibt und sonst nirgendwo, dann gibt es halt einfach für mich persönlich keine einigermaßen logische Erklärung, warum man nicht daran glauben sollte, dass es außerirdisches Leben gibt. Und ihr werdet es vielleicht schon bemerkt haben. Es geht mir jetzt nicht explizit um intelligent außerirdisches Leben. Denn dafür sind die Wahrscheinlichkeiten vermutlich nochmal eine Ecke geringer. Weil schließlich hat sich auf diesem Planeten auch nur eine, naja, sagen wir mal, intelligente Lebensform gebildet. Ja, ich bin kein sonderlicher Menschenfreund, das hat man vielleicht an dieser Stelle rausgehört, aber man muss einfach an dieser Stelle sagen, der Mensch ist eher semi-intelligent. Denn es gibt viele Dinge, die wir gemacht haben. Ich schließe mich da nicht aus, auch wenn ich an Kriegen und an Umweltverschmutzung etc. nicht direkt schuld bin. Ich meine, in dem Moment, wo ich gerade darüber rede, mache ich ja auch nichts dagegen. Von daher bin ich auch mitschuldig für all die Dinge, die die Leute halt diesem Planeten antun. Von daher auch semi-intelligent. Ist jetzt auch jetzt nicht irgendwie fies gemeint oder so.
Ich sage einfach nur, wir nutzen nicht unser volles Potenzial aus und okay, kommen wir einfach mal zum Thema zurück, bevor ich zu sehr abschweife. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht explizit gemeint, dass es intelligentes Leben sein muss, aber auch das schließe ich nicht aus. Selbst dafür wäre die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr hoch, dass es intelligentes anderes Leben gibt. Warum auch nicht? Es spricht eigentlich, wie gesagt, nichts dagegen. Aber, oha, ein Wechsel. Es spricht tatsächlich doch irgendwas dagegen. Und zwar die Meinung von einigen Leuten. Wenn es intelligentes, anderes, also außerirdisches Leben gibt, warum haben wir noch niemanden getroffen? Wieso hat noch nie jemand Hi gesagt? Wieso hat uns noch nie jemand auf unsere Signale geantwortet? Und tja, auch das werde ich jetzt versuchen, euch zu erklären, warum das so ist. Das Problem mit dem Leben außerhalb dieses Planeten. Jetzt können wir auch mal über intelligentes Leben reden, weil, naja, sagen wir mal, Rehe könnten jetzt uns auch nicht antworten. Von daher, vielleicht schon, wir haben sie nie wirklich gefragt, aber eventuell wollen sie auch gar nicht mit uns reden, aber das ist ein anderes Thema. Okay, wir kommen mal auf die beiden Kernprobleme, auf die großen Kernprobleme, und das ist einmal die Distanz. Wir haben 45 Milliarden Lichtjahre, die das Universum groß ist. Lediglich 100 bis 120.000 Lichtjahre davon ist unsere Milchstraße. Teilweise liegt zwischen einer Galaxie zu einer anderen eine, also ich will jetzt nicht sagen Leere, weil da schon etwas ist, aber das führt jetzt zu weit, aber zwischen unserer Milchstraße und einer anderen Galaxie liegen teilweise Strecken, die wir uns nicht vorstellen können. Wir können uns auch 100.000 bis 120.000 Lichtjahre nicht vorstellen. Wer etwas anderes behauptet, der lügt einfach, keine Ahnung. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das heißt, wir haben so ein großes Universum und die Milchstraße ist nicht gerade klein und auf diese Distanz. Wenn andere Leute schon davon ausgehen, dass es kein intelligentes anderes Leben gibt, warum sollten die sich so nah bei uns befinden, wenn die Wahrscheinlichkeit für Leben generell relativ gering erscheint? Warum sollten die genau neben uns sein? Hoppala. Ich hoffe, das hat man auch nicht gehört. Aber warum sollten die genau neben uns sein? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Das ist so, als ob man erwarten würde, ja, ich würde mir gerne Milch kaufen. Warum ist der Milchhändler nicht direkt neben meinem Haus? Wieso muss ich 8 Kilometer dafür fahren? Das ist halt einfach so. Das ist da, wo sich der entsprechende Händler halt niedergelassen hat. Das heißt, du kannst deine Milch da kaufen. Und wenn du deine Milch kaufen willst, dann musst du da hinfahren. Das heißt, Distanz ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Es kann eventuell sein, dass wir in der Milchstraße aktuell die einzig, naja, in Anführungszeichen, intelligente Spezies sind. Das heißt, wir müssten in eine andere Galaxie fliegen, um anderes intelligentes Leben treffen zu können. Und dann zu sagen, ja, warum haben die noch nicht mit uns geredet? Das ist totaler Bullshit. Also meine Fresse. Also wenn man das als Ausrede benutzt, dann ist man meiner Meinung nach irgendwo dumm. Weil das ist so, oder hat einfach keine Ahnung davon, wie groß das Universum ist. Das heißt, Distanz ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt und ein anderer wichtiger Aspekt, das sind die zwei wichtigen Aspekte und der andere ist die Zeit. Unsere Milchstraße ist laut aktuellen Schätzungen, ich sage extra Schätzungen, 4,4 Milliarden Jahre alt. Und unser Universum wird auf 13,8 Milliarden Jahre geschätzt. Punkt. Das ist eine ganze Menge. Dazwischen liegen unzählige Jahre. Versucht mal, bis 1 Milliarde zu zählen. Es dauert einen Moment.
Und was ich einfach damit sagen will, es kann auch in unserer Milchstraße vor 2 Milliarden Jahren intelligentes Leben gegeben haben, auf irgendeinem Planeten, eventuell in irgendein Nachbarsystem von uns. Wer weiß das schon? Diese Zivilisation könnte seit Millionen Jahren oder 100 Millionen Jahren ausgestorben sein und wir würden es eventuell oder sehr wahrscheinlich niemals erfahren. Das heißt, Distanz und Zeit sind zwei sehr wichtige Aspekte, wieso wir kein anderes intelligentes Leben bisher getroffen haben. Das heißt, es ist kein Argument dazu sagen, oh, wir hatten noch keinen Kontakt mit denen, weil sie nicht existieren. Wir hatten keinen Kontakt mit denen, weil sie vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt existiert haben oder eventuell einfach viel zu weit von uns entfernt sind. Und was vielleicht andere Leute auch noch nicht sehen oder nicht sehen wollen, ist, dass unsere Technologie nicht das Nonplusultra ist, weder von der Technologiestufe her noch irgendwie von der Art. Das heißt, das, was wir zur Kommunikation benutzen, müssen die doch nicht auch unbedingt als Kommunikation benutzen. Die könnten sich komplett anders entwickelt haben. Eventuell arbeiten die mit keinen Frequenzen und kommunizieren auf anderen Wege miteinander oder auf längere, sagen wir mal, Distanzen. Das heißt, das ist tatsächlich zwar ein kleiner Punkt, aber auch ein Punkt, dass unsere Technologie so unterschiedlich, so verschieden ist mit der einer anderen, eventuell etwaigen, intelligenten Rasse, dass es einfach da keine Kompatibilität besteht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Wissenschaftler selbst nicht irgendwo auf den Trichter kommen, ja, was ist, wenn deren Technologie so anders ist als unsere, dass sie mit dem, was wir ihnen da schicken oder mit den Signalen, die wir ihnen da senden, gar nichts anfangen können. Und das ist meiner Meinung nach auch irgendetwas, wo nicht nur die Kreativität, sondern auch die Offenheit der Wissenschaftler fehlt. Wissenschaftler betrachten sich oft ja selbst als die offenen Menschen des Universums. Also das sagen oder denken sie vielleicht nicht alle, aber es kommt halt teilweise so rüber. Aber die haben auch die offensichtliche Schwäche, dass sie für gewisse Dinge nicht offen sind. Es gibt auch genug Wissenschaftler, die nicht für die Religion offen sind oder generell den Glauben. Ich meiner Meinung nach habe kein Problem damit, das eine mit dem anderen zu verbinden. Ich meine, wir haben bis heute, und das muss man einfach auch mal sagen, bis heute noch nicht herausgefunden, wie das Universum wirklich entstanden ist. Wir haben die Urknalltheorie. Es ist eine Theorie, das heißt, da ist noch nichts fix und fest. Und wie das genau entstanden ist, dazu gibt es auch nur Theorien. Wie das Leben hier entstanden ist, dazu gibt es auch nur Theorien. Eine Theorie gefällt mir tatsächlich sehr gut, die besagt nämlich, dass das Leben ursprünglich von einer anderen Welt kommt. Und zwar hat es den Planeten irgendwie halt weggesprengt, ist irgendwie kollidiert mit einem anderen Planeten eventuell. Und einer dieser großen, ja, Brocken Asteroiden, die sich da gebildet haben, sind irgendwann mal auf die Erde eingeschlagen und haben das Leben praktisch von da hierher getragen. Ist eine Theorie, die ich ganz schön finde, aber die halt eben nur das ist, was ich eben gesagt habe. Eine Theorie. Das heißt, wir tappen noch ein bisschen im Dunkeln. Und wir werden sehr wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahrzehnte, vielleicht sogar die nächsten Jahrhunderte bei der Frage noch im Dunkeln tappen. Aber darum geht es ja eigentlich auch in der Thematik nicht. Es geht einfach darum, verschließt nicht euren Geist vor anderer Meinungen. Die müssen einen ja nicht oft, die müssen einen ja nicht gefallen und die haben vielleicht nicht immer etwas mit der eigenen Meinung zu tun, aber wie ich versuche, zwei Dinge, also Religion und Wissenschaft, miteinander zu verbinden, weil man erstens nicht weiß, wie es wirklich passiert ist. Also ich persönlich habe kein Problem damit zu sagen, ja, kann auch sein, dass es ein höheres Wesen war, die halt das Universum erschaffen haben. Oder die Erde erschaffen haben. Oder halt wirklich gesagt, das gesamte Universum. Ich habe kein Problem damit, das zu sagen. Denn es ist für mich tatsächlich auch irgendeine Möglichkeit. Wir wissen nicht, wie das Universum entstanden ist und meiner Meinung nach
gibt es nur wenige Sachen, die wir da wirklich ausschließen sollten. Von daher verschließt, wie gesagt, nicht euren Geist, weil alles, wo ihr dann sagt, ich verschließe meinen Geist, reduziert irgendwo euren Horizont. Und das kann meiner Meinung nach nicht der Weg sein. Und damit möchte ich den Podcast auch abschließen. Ich habe, ja, etwa so lange geredet, wie ich geschätzt habe. Also ich habe etwa 30 bis 40 Minuten angepeilt, bin jetzt etwas über 40. Von daher, ja, ich bin einigermaßen in der Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zum Denken anregen. Ihr müsst jetzt nicht anfangen, an Leben außerhalb dieses Planeten zu glauben. Ihr müsst auch das, was ich gesagt habe, nicht irgendwie ernst nehmen. Ihr müsst es auch nicht unbedingt verdauen. Aber versucht ein wenig mal zu reflektieren. Versucht eure Meinung mal irgendwie in die Kommentare zu packen. Es darf von mir aus auch eine kontroverse Meinung sein. Also nicht zu kontrovers, aber ihr dürft eure Meinung zu der Thematik gerne hinterlassen. Was ihr so darüber denkt, was ihr glaubt, dürft ihr auch sagen. Also falls es jetzt nur wegen Religion sein sollte, dann weiß ich nicht, ob man da groß was erzählen kann. Also ich meine, wenn die Religion sagt, es gibt außerhalb von der Erde kein Leben, und das euer Glauben ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube an etwas anderes. Ich respektiere euch. Ich hoffe, ihr respektiert mich auch. Und mit diesen vielleicht sogar tiefgreifenden Worten beende ich diese Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, naja, mit dem Podcast. Und macht's gut!